Unter meinem Video zum Dunklen Rat, dem Sith-Rat des Sith-Imperiums, unter Wishit, haben sich viele von euch gewünscht, dass ich auch mal ein Video zum Aufbau des Sith-Imperiums im Ganzen mache. Und genau deshalb gibt es dieses Video heute. An oberster Stelle des Imperiums stand natürlich der Imperator Wishit selbst. Wishit gründete sein Imperium ca. 4900 Jahre vor der Schlacht von Yavin und herrschte fast 1300 Jahre lang in verschiedenen Körpern darüber. Allerdings konnte Wishit sich natürlich nicht um alle Belange seines Imperiums selbst kümmern, weshalb er den bereits erwähnten Dunklen Rat aus den Weisesten seiner Sith gründete. In diesem saßen 12 Sith, von denen jeder einen ganz bestimmten Aufgabenbereich, eine sogenannte Sphäre des Einflusses hatte. Jede dieser Sphären des Einflusses hatte entweder eine gesamte Bürokratie unter sich, um sicherzustellen, dass ihre Belange ausgeführt wurden, oder eine oder mehrere Sphären bekamen gleich ein ganzes Ministerium, das sich um deren Belange kümmerte. So bestand das Ministerium des Krieges zum Beispiel aus den Sphären der Defensive des Imperiums, der militärischen Offensive und der militärischen Strategie. Die Sphären kümmerten sich im Prinzip genau darum, was ihre Namen sagten, um die Verteidigung des imperialen Gebiets, dem Angriff auf gegnerisches Territorium und der Planung kurzfristiger, aber auch langfristiger Strategien, die zum Sieg und Fortbestehen des Imperiums beitragen sollten. Für das Ministerium wurde ein Minister eingesetzt, der allen 3 Sith Lords, die sich um diese 3 Sphären kümmerten, Bericht erstatten musste, und wieder unter ihm waren die verschiedenen Moffs, die die einzelnen Armeen kontrollierten. Somit hatten die 3 Sith Lords der Sphäre der Defensive, der Offensive und der Strategie die komplette Kontrolle über alle Truppen, Fahrzeuge und Schiffe des imperialen Militärs, aber auch der imperialen Navy. Die nächstgrößte Sphäre des Einflusses war die des militärischen Nachrichtendienstes, die für sich alleine ein Ministerium unter sich hatte. Ihre Aufgabe war es, so viele Informationen wie möglich über die Gegner des Imperiums einzuholen und gleichzeitig dem Gegner Missinformationen zukommen zu lassen. Die Sphäre der Produktion und Logistik wurde von vielen Sith als eine der schwächsten angesehen. Allerdings vereinte auch sie noch ein eigenes Ministerium unter sich. Dieses Ministerium lieferte nötige Berechnungen, um gegnerische Truppen abzuwehren, versorgte die Truppen und Schiffe des Imperiums mit Nachschub und sorgte dafür, dass die Wirtschaft des Imperiums gut lief und die Produktion in den vom Imperium kontrollierten Fabriken nicht abbrach, was natürlich auch die Schiffswerften und Waffenproduktion mit einschloss. Für die Weiterentwicklung solcher Waffen und Raumschiffe war die Sphäre der Technologie zuständig. Der Sith Lord, der mit dieser Sphäre beauftragt war, und all seine Untergebenen steckten ihre Energie da rein, vorhandene Technologien des Sith-Imperiums weiterzuentwickeln und neue zu entwerfen. Durch Mitarbeiter dieser Sphäre entstanden zum Beispiel auch die Superwaffe der Sunraiser und die Sternjäger der Fury-Klasse. Weniger greifbar war da die Sphäre der Sith-Philosophie. Diese kümmerte sich um die Glaubenssätze der Sith und um die Erstellung und Weiterentwicklung des Sith-Kodexes. Zudem war diese Sphäre dafür zuständig, die Loyalität unter den Sith zu gewährleisten und Anti-Jedi- und Anti-Republik-Propaganda zu verbreiten. Der Sphäre der Philosophie konnte auch die Sphäre des antiken Wissens weiterhelfen. Die Aufgabe dieser war es, antike Sith-Artefakte in der Galaxis ausfindig zu machen, zu bergen und alle Artefakte des Imperiums zu behüten, zu pflegen und zu erforschen. An diese Sphäre angrenzend befand sich die Sphäre des Gesetzes und der Justiz. Diese Sphäre übersah die Polizei und Justiz des Imperiums und war zusätzlich damit beauftragt, die Gesetze des Imperiums aufrechtzuerhalten und wenn nötig auch weiterzuentwickeln. In Zusammenarbeit mit dem Ministerium des Krieges arbeitete die Sphäre der Expansion und Diplomatie. Deren Aufgabe war es, das Territorium des Imperiums zu vergrößern und gleichzeitig neue Verbündete für das Imperium zu gewinnen und alte Verbündete zu behalten. Dabei fiel unter diese Sphäre sowohl die Ausweitung des Sith-Imperiums wie auch die Diplomatie. Auf welche dieser beiden Aspekte mehr Wert gelegt wurde, konnte dabei der Sith-Lord des Dunklen Rates bestimmen, welcher mit dieser Sphäre betraut wurde. Ob das Imperium seine Grenzen durch weitere militärische Offensiven ausweitete oder ob doch er auf eine diplomatische Lösung gesetzt wurde, lag ganz in dessen Hand. Die letzten beiden Sphären fallen allerdings ein wenig aus der Reihe. Es gab noch die Sphäre der biotischen Wissenschaft. Diese war damit betraut, sich um alles zu kümmern, was organische Körper anbelangte.
Darunter fiel sowohl Heilkunst und Bekämpfung von Krankheiten, als auch kybernetische Verbesserungen, Sith-Alchemie und genetische Manipulationen. Und bei der letzten Sphäre, der Sphäre der Mysterien, ist leider nicht ganz bekannt, was genau diese machte. Auch die meisten Sith wussten kaum etwas über diese Sphäre des Einflusses. Was wir aber wissen, ist, dass diese Sphäre sich um die dunkelsten Geheimnisse des Sith-Imperiums und vermutlich auch des Imperators kümmerte, die weder die Republik noch die anderen Sith erfahren durften. Somit war das komplette Sith-Imperium in diese 12 Sphären des Einflusses aufgeteilt, die das Leben und die militärischen Operationen des Imperiums bestimmten. Allerdings konnte nicht jedes Wesen auch gleich jeden Posten in einer dieser 12 Sphären erreichen. Denn im Imperium lebten sowohl Sith wie auch Nicht-Sith. Für die machtsensitiven Sith waren die höchsten Positionen im Imperium vorgesehen, die kein Nicht-Sith jemals erreichen könnte. Allerdings gab es für solche Wesen immer noch hohe Stellen, wie Moff oder Großadmiral zu erreichen. Die Plätze in der imperialen Wache zum Beispiel waren sogar nur für nicht-machtsensitive Wesen offen. Und somit wisst ihr jetzt auch, wie das Sith-Imperium unter Vishet aufgebaut war. Was sagt ihr? Welche der 12 Sphären findet ihr am interessantesten? Und wenn ihr ein Sith wärt, für welche würdet ihr gerne arbeiten? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und vielleicht mal auf meinem Discord-Community-Server vorbeischaut. Und wenn ihr jetzt noch mehr von mir sehen wollt, schaut mal hier oben rechts in die Infokarte. Da verlinke ich euch eine Playlist über Sith, in der Videos über die Kultur antiker Sith, über alle Sith-Ehren, über Sith, die keine roten Lichtschwerter nutzten und eben auch ein Video über den bereits erwähnten dunklen Rat der Sith sind. Und ein Video darüber, warum Palpatine von seinen eigenen Machtblitzen eigentlich so verstümmelt wurde. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein!